Ja, Gerhard, wir stehen jetzt da ganz untypischerweise mitten in einem Tiefenlockerer. Der Tiefenlockerer ist ein Element, das man nutzen kann in der regenerativen Landwirtschaft. Wir versuchen in der regenerativen Landwirtschaft gute Erträge zu haben bei gleichzeitigem Humusaufbau. Die Tiefenlockerung ist ein Instrument, wo man noch ein bisschen an der Stellschraube dran kann. Seit wann magst du das und was sind deine bisherigen Erfahrungen? Ja, unsere Erfahrungen sind ja eigentlich ganz komisch. Wir brauchen es mittlerweile nur noch ganz, ganz wenig. Und das war ja das Ziel von so einer Tiefenlockerung, dass man das nicht jedes Jahr fährt. Meinetwegen in der Umstellungszeit brauchen wir es auf jeden Fall. Also alle, die wo von einer tiefen Bearbeitung kommen und in Richtung Minimalbodenbearbeitung gehen, brauchen irgendwann ein Werkzeug, das was in die Tiefe wieder lockert. Das mit der Wurzelmasse und Lockern und Humusaufbau, wir kriegen das schon langsam hin, aber es ist nicht das, was jeder ganz, ganz schnell machen kann. Und in der Umstellungszeit braucht es tatsächlich Tiefenlockerer, wo man dann ein wenig eingreifen kann. Wie gesagt, wenn man von der tiefen Bearbeitung kommt und man geht dann in die Minimalbodenbearbeitung, dann passiert es schnell mal, dass der Boden zusammensackt und dann hast du nicht mehr die Pflugsohle auf 30, sondern hast irgendwo eine Gruppersohle drinnen, meinetwegen nur auf 7 oder 8 cm. Egal wo, es hindert an jedes Wachstum von der Pflanzen und da muss man wirklich in der Umstellungszeit ein bisschen eingreifen. Aber wenn man eingreift, nie ohne Fermente. Also das beste Beispiel gibst du ja immer, also Fermente gehören rein. Die gehören unbedingt zwingend rein, wenn ich in die Tiefen eingreife. Und der Bodenverjünger, den gibt es auch zum selber ansetzen, dass man ihn selber dann macht. Also wir machen grundsätzlich alle Fermente selber da und auch der Bodenverjünger. Der wird eben nur als Baustein bei euch gekauft und wird bei uns vermehrt und dann eben eingesprüht. Für das haben wir da hinten direkt die Einsprühanlage. Ist einfach oben alles mit Schlauch zusammengehängt und ab dem Stiel geht es oben zu mit einem Hydraulikrohr und unten eine Hohlkegeldüse, die das auch aushält, wenn es in der Erde drinnen rumgewühlt wird. Teilweise machen wir dann auch doppelte Einspritzungen, die nicht nur ganz unten einsprüht, sondern auch halb mit einmal einsprüht. Das ist auch eine Möglichkeit, muss man sich dann eben selber beschäftigen damit, wie wichtig das auch ist. Aber was wichtig ist für alle, wenn man Tiefen lockert, nie ohne Fermente. Das könnte tödlich sein. Du hast ja gesagt, ich bringe da immer die guten Beispiele, die wollen wir vielleicht gleich mit reinpacken. Warum ein Ferment bei der Tiefenlockerung? In der Regel schaut man, was die Tiefe anbetrifft, mit der Sonde, wo ist die Verdichtungszone und dann geht man mit dem Lockerer ein bisschen tiefer. Und in dieser verpressten Zone treffen wir auf Organik, die da ebenfalls verpresst dazwischen liegt. Und der Bodenverjünger reagiert mit dieser organischen Masse. Und dabei entstehen Gase. Bei der Lockerung entstehen ja auch sehr viele Risse in alle Seiten, auch nach oben. Und die Gase steigen nach oben über diese Risse. Und die neue Saat, die in der Regel oben drauf ist, oder auch der bestehende Bestand, die Wurzeln haben eine Sensorik. Das heißt, sie folgen dem Ursprung, wo das Gas entsteht, da muss was sein und wachsen so automatisch durch die Pflugsohle durch. Wir haben schon sehr viele Pflanzen, egal ob Getreide oder Mais, was auch immer, ausgekommen mit Ferment oder ohne Ferment, wir haben fast doppelt die Wurzelbildung. Und das ist natürlich auch wieder ein Faktor, dass man mehr Kohlenstoff im Boden reingräbt. Wie viel sprüht sie ein, so im Durchschnitt pro Hektar beim Lockern? Also wir fahren es nie unter 100 Liter. Eher ein bisschen drüber, also von 100 bis 120 Liter. Sparen kannst du woanders, nur da unten drin nicht.
wenn es schon eingreift in den Boden, das ist ja nicht, was wir jedes Jahr machen, aber wenn es schon runtergreifst, dann auf jeden Fall mit 100 Liter Ferment. Wir haben ja ganz am Anfang die ersten Humus-Zertifikate in Kaindorf gemacht damals. Da haben wir relativ gute Werte gehabt. Dann haben wir irgendwann angefangen zum Lockern. Dann haben wir gesehen, was wir da in 4 Jahren geschafft haben, das geht auch in 1 Jahr. Da haben wir aber wirklich den richtigen Zeitpunkt erwischt. Und der ist beim tiefen Lockern sehr, sehr schwierig zum Erwischen. Also da tue ich mir oft selber noch schwer, dass ich wen beraten soll, wann er sollte jetzt fahren. Es kommt auf die Feuchtigkeit, auf Bodengefüge, auf den Bestand obendrauf. Was macht er hinterher? Die Vegetationsperiode ist wichtig. Alles, ja. Und wenn der hinterher hinterm Lockern dann mit einem schweren Güllefass drüber fährt, dann hat er eigentlich nichts verstanden. Und das muss man ihm in dem Baustein erklären, wann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Und wenn du ein Pech hast, hast du womöglich nur 2 oder 3 Tage im Jahr, wo du wirklich fahren solltest. Die musst du aber mal erwischen. Das ist sehr schwierig. Wir haben es sehr viel gefahren in Saatbeet, vorbereitetes Saatbeet quasi. Da ist kein Bewuchs da. Da haben wir uns eigentlich nicht richtig wohl gefühlt. Dann sind wir weitergegangen in wachsende Bestände. Zwischenfrüchte eignen sich da sehr gut oder Untersaaten, die gerade im Wachsen sind. Wir haben auch Hauptkulturen gelockert. Wir haben aber auch viel falsch gemacht. Und Depressionen gehabt. Da gibt es natürlich dann Sachen, die kosten da dann den Ertrag. Also das muss man auf jeden Fall lernen und sehen und irgendwo muss das einmal gesehen haben und nicht einfach blind an Tiefenlockerer ausleichen oder kaufen und dreifahren. Die Bauform von den Lockerer, die ist überall ein bisschen anders, so wie bei dem, das ist ein Parallelplug. Es gibt sehr wohl gerade Zinken, die sehr weit nach vorgreifen, die sehr steil nach unten gehen. Es gibt sehr viele richtige Tiefenlockerer. Was wir schon viel gesehen haben, das sind die Eigenbauten. Die sind zwar ja, günstig, aber sie sind nicht das, was man sich vorstellt beim Tiefenlockern. Also da muss man schon vielleicht wieder zurückgreifen auf richtige Hersteller, die das kennen. Ob der jetzt blau oder orange oder rot ist, da streiten wir drüber. Das, glaube ich, ist zweitrangig. Also ich denke mal, sind wir richtig, wenn man in der Beratung sagt, am wenigsten vom Ertrag kann man kaputt machen, wenn man in die Zwischenfrucht geht, aber auf jeden Fall in einer Vegetationszeit, wo noch Wurzelwachstum ist, weil die Wurzeln stabilisieren ja die Lockerung wieder. Unbedingt. Das Wurzelwachstum braucht man sofort nach dem Lockern. Und wenn ich in der Saatbeetvorbereitung reinfahre, dann bis das Saatkernel quasi einmal richtige Wurzel ausbildet, vergängen 3-4 Wochen und in der Zeit kann es passieren, dass der Boden wieder zusammensackt. Ja. Vor allem muss man aufpassen, dass in der Zeit, wo gelockert wird, hinterher eine Walzen läuft, die wo den Schlitz gleich wieder zumacht. Sonst kann es dann nämlich passieren, dass da nach dem ersten Starkregen, der was hinten nachkommt, Feinerde reinschwappt. Und dann hast du plötzlich Nährstoffe auf 30 cm unten drin und die könnten da mal zum Verhängnis werden. Das nicht heißt, im ersten Jahr, ja. Oft erst im zweiten, dritten Jahr. Ja. Ja. Das heißt, das ist der Sinn der Kombination, dass quasi die Walztechnik direkt wieder gleich hinterherfällt. Also die meisten kennen mich ja, ich bin ja grundsätzlich gegen die Walzen, weil wir an das System fahren, aber beim tiefen Lockern gehört ein Walzen dazu und nicht eine ganz geringe, also da ist die schon eher das Leichteste vom Ganzen. Wenn sie nur schwerer ist, ist es nur besser. Damit das wieder rückverfestigt wird, damit wir da wieder einen Bodenschluss haben. Ja, fällt dir noch was ein, was wir auf jeden Fall noch die Leute mitgeben sollten? Nicht blind fahren, sondern wirklich zuerst Bodensonde, Spatenproben, vielleicht auch einmal einen fragen, ist denn wirklich notwendig und so gesehen, müsste eigentlich dann nichts mehr schief gehen. Gut, Gerhard, danke, dass du deine Erfahrung mit uns geteilt hast und bis zum nächsten Mal. Freut mich, danke.